Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Das erste Video im Jahr 2019 möchte ich natürlich dafür nutzen, um euch alles Gute, alles Liebe für das neue Jahr zu wünschen. Ich wünsche euch ein gesundes, harmonisches und erfüllendes Jahr 2019. Ich starte 2019 wieder mal mit einem Food Diary. Es gibt ja hier auf meinem Kanal schon ganz viele Food Diaries über vegetarische, vegane Ernährung meiner Jungs, über meine Rohkosternährung. Und Food Diaries werden immer wieder erfragt und gewünscht. Und dann dachte ich mir, da starte ich jetzt in diesem Jahr mal wieder mit einem Food Diary. Ich glaube, ich habe am 30. Dezember angefangen zu filmen und habe bis gestern dem 3.1. mitgefilmt. Es gibt also ein Food Diary über 5 Tage, wo ich meine eine feste Mahlzeit und die Mahlzeiten meiner Jungs mitgefilmt habe. Ich muss dazu sagen, mein Ältester war von Sonntag an, ich glaube ab Nachmittag, bis zum 1. Januar nicht bei uns. Und ich habe auch am 31.12. Silvester, da hatten wir hier ganz viel Besuch, habe ich dann irgendwann auch nicht mehr so richtig mitgefilmt und auf dem Schirm gehabt, was mein Jüngster gegessen hat. Deswegen fällt es ein bisschen flach. Ich bin kurz mit der Kamera über das große Silvesterbuffet gegangen und habe dann auch nicht mehr selber mitgefilmt, was ich gegessen habe. Ich habe definitiv an diesem Tag über mehrere Stunden gegessen und auch fast von jeder Speise probiert. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit diesem Video. Ich freue mich über eure Kommentare. Lasst mir gerne eure Meinung, eure Gedanken zu diesem Food Diary unten in der Infobox. Ich möchte noch mal betonen, diese Food Diaries sind eher Inspirationsgeber. Ich versuche es so frisch, so einfach und so regional wie möglich zu essen. Nicht 100%, aber ich gehe in diese Richtung und diese Inspiration möchte ich einfach auch weitergeben. So frisch, so regional und so einfach wie möglich zu essen. Was jeder daraus macht, ist dann eine ganz individuelle Geschichte. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Video, eure Silke. Heute ist der 30.12. und als erstes gibt es an diesem Tag für meine beiden Jungs eine kleine Portion grüner Saftkomplex. Das ist ein Pulver von Lebenskraft pur, besteht aus getrockneten Saftpulvern. Da ist Kamut dabei, Gerste, Weizen, Hafer und Alfalfa. Aber nicht einfach nur das Gras, sondern richtig der frisch gepresste Saft wird getrocknet. Und ich nehme ein bisschen Pulver und vermische das mit Wasser in meiner Schüttelflasche und dann bekommen die Jungs eine kleine Portion. Eine halbe Stunde nach dem Grassaft gibt es für meine Jungs Orangen, für meinen Ältesten in Form von Orangenscheiben und mein Jüngster trinkt am liebsten frisch gepressten Orangensaft. Für meinen Jüngsten, für Silas, gibt es jetzt noch 5 Dinkelcracker. Die kaufen wir im DM. Das ist eine vegane Mittagsmahlzeit für meine Jungs. Links selbstgemachter Kartoffelbrei mit gebratenen Räuchertofu-Stücken. Rechts für meinen Ältesten, der bekommt zu seinem Kartoffelbrei noch gebratene Zwiebeln und gedämpfte Bohnen. Die Bohnen, die kaufe ich tiefgefroren im Bioladen, dämpfe sie dann weich. Dazu gibt es noch ein bisschen Salz und über das Ganze habe ich dann noch gebratene Räuchertofu-Stücke gegeben. Gegen 14.30 Uhr trinke ich einen grünen Saft, allerdings ist dieser nicht frisch gepresst. Das ist mein liebstes Grassaftpulver mit Wasser vermischt. Seit über einem Jahr nehme ich regelmäßig dieses Pulver zu mir, nicht jeden Tag, aber regelmäßig und sehr, sehr gern. Auch wenn ich auf Reisen bin oder in stressigen Zeiten, dann ist dieses Grassaftpulver mein ständiger Begleiter. Dieses Grassaftpulver besteht aus Gerste und Kamut. Also Gerstengrassaft, Kamutgrassaft werden gepresst und dann wird dieser Saft getrocknet. Sehr, sehr empfehlenswert für eine gesunde Ernährung. Den Link zu diesem Grassaft findet ihr unten in der Infobox. Silas isst jetzt eine kleine Schale Kakao-Cashew-Mix, besteht aus Cashewkernen, Kakaonips, Kokosblütennektar und Meersalz. Gibt es auch bei Lebenskraft pur. Das hatten die Jungs sozusagen unter dem Weihnachtsbaum liegen. Schmeckt das, Silas, deine Lieblingssüßigkeit, ne? Ha! Knusprig und schokoladig. Für Silas gibt es jetzt einen rohveganen Milchreis. Die Mandelmilch dafür habe ich selber hergestellt aus Mandelpüree, ein paar Datteln, ein bisschen Vanille, ein bisschen Zimt und Wasser. Und dann habe ich einfach ein bisschen Chiasamen dazugegeben, habe das jetzt mindestens eine halbe Stunde quellen lassen.
Und jetzt ist der Chia-Milchreis fertig. Gegen 16.30 Uhr trinke ich einen frisch gepressten grünen Saft. Der besteht aus einer Gurke, einer halben Zitrone, einem kleinen Stück Ingwer, Spinat, selbstgezogenen Alfalfasprossen und selbstgezogenem Erbsengrün. Es ist kurz nach 18 Uhr. Für mich gibt es jetzt die erste feste Mahlzeit am Tag. Ich esse auch nur noch einmal fest am Tag. Und ich beginne meine feste Mahlzeit mit einer Mono-Mahlzeit aus regionalen Äpfeln. Hier seht ihr den zweiten Teil meiner festen Mahlzeit. Das ist ein Salat aus geraspelten Gurken, dann kleingeschnittenen getrockneten Tomaten, selbstgezogenen Kressesprossen und auf diesem Gurkensalat befinden sich ein paar selbstgemachte Pulver. Da haben wir hier Zwiebelpulver, Paprikapulver und ein Pulver aus getrockneten Champignons. Hier ist noch ein bisschen Grünkost, Frischkost, Feldsalat und Chicorée. Hier sind noch getrocknete Topinambur, Chips selber gemacht, unmariniert, einfach nur dieses Knollengemüse in Scheiben geschnitten und im Dürrgerät getrocknet. Das sind noch ein paar selbstgezogene Sprossen. Hiervon sind Rotkleesprossen und das sind Radieschensprossen. Zur Abendmahlzeit hat sich Silas geröstetes Brot gewünscht. Das ist ein Haferdinkelbrot aus dem Bioladen. Das habe ich geröstet und auf dieses Brot habe ich Rohmilchbutter geschmiert. Die sieht man kaum, die schmilzt schon weg, aber so mag es Silas am liebsten. Rohmilchbutter können wir hier bei uns nicht kaufen. Die bestellen wir online und die haben wir so ein bis zweimal im Jahr auf Wunsch meines Sohnes. Heute ist der 31.12. Für Silas, den 9-Jährigen, gibt es als erstes eine kleine Portion grüner Saftkomplex. Nach dem Grassaft gibt es für Silas frisch gepressten Orangensaft aus zwei Orangen. Silas ernährt sich heute erstmal flüssig. Nach dem Orangensaft gab es eine große Portion Hafer-Schokomilch und das hier ist schon die zweite Portion. Ich trinke jetzt eine kleine Portion grünen Saft, frisch gepresst natürlich, und der besteht aus Orange, Apfel, Zitrone, Ingwer und Kurkuma. Und dann ist noch Sellerie drin und ganz viele Kräuter, also Petersilie, Koriander, Minze und Deswas. Klingt gut, schöner grüner Saft. Vielen Dank. Hier ein kleiner Blick über einen Teil unseres Silvesterbuffets. Das hier ist die süße Ecke, wie man erkennen kann. Obst, Schokolade, Datteln, Energiebällchen, ein Maronenkuchen, gebacken, Lebkuchen, Schokoknusper, ein bisschen weihnachtliches Gebäck, ein Dattel-Sesamsnack, wieder ein weihnachtliches Gebäck, Vanillegipfel. Das ist ein fruchtiger, fettarmer Kuchen. Daneben stehen Energiebällchen mit Kokos. Weiter geht's zum Apfelstrudel und zu den Apfelzimtschnecken. Ein Salat aus Rotkohl und Kichererbsen, Spinat. Dann haben wir noch panierte Zwiebelringe, ein Dressing, welches zu diesem großen grünen Salat gehört. Herzhafte Cracker mit Boxhornklee, Apfel-Zwiebel-Cracker, Leinsamen-Cracker. Das ist ein Käse, ich glaube aus Hanfsamen. Dann Möhrensticks zu einem Aufstrich. Und hier ein Weißkohlsalat mit Äpfeln und Zwiebeln und Topinambur-Chips. Heute ist der 1.1.2019. Für Silas gibt es wieder eine kleine Portion grüner Saftkomplex. Gegen 13.40 Uhr nehme ich die erste Flüssigkeit am Tag zu mir. Wir haben ja gerade hier noch Silvesterbesuch und ein lieber Freund hat sich gerade einen grünen Saft gepresst. So ähnlich wie den grünen Saft, den ich zu Silvester getrunken habe. Ich glaube, es fehlt nur Orange, also wieder ein bisschen Obst und ganz viel Grün, Koriander, Petersilie ist dabei. Und da gibt es für mich jetzt noch einen schönen, frisch gepressten grünen Saft. Das ist die erste feste Mahlzeit heute für Silas. Er hat sich wieder ein Haferdinkelbrot gewünscht, geröstet und mit Rohmilchbutter bestrichen. Gegen 16.30 Uhr gibt es für mich eine Portion Grassaft. Dies ist nicht frisch gepresst. Mein Gersten- und Hafergras muss noch ein bisschen wachsen. Das ist das Grassaftpulver von Lebenskraft Pur, was ich mit Wasser vermische. Gegen 18 Uhr starte ich meine feste Mahlzeit am Tag. Ich beginne mit regionalen Früchten.
Die haben mir gestern liebe Freunde mitgebracht. Das ist eine Apfelsorte, eine alte Apfelsorte, irgendwas mit Ries. Ich habe leider den konkreten Namen vergessen. Also eine alte Apfelsorte gibt es jetzt für mich. Und Hagebutten, die hat gestern eine liebe Freundin für mich frisch am See gesammelt. Und ich freue mich jetzt auf diese regionale Kost. Das ist unsere Abendmahlzeit. Jetzt ist auch der 13-Jährige, der Simon, wieder da. Und für Simon gibt es eine Portion Wildreis mit gebratenen Jackfruchtstücken. Das ist so eine Art Fleischersatz. Das ist unreife Jackfrucht. Ich mariniere diese in Sojasauce, brate sie an und dann habe ich einen guten Fleischersatz für Simon. Wir verwenden diesen Fleischersatz auch gern für veganen Gulasch. Diesen Fleischersatz gibt es zum Beispiel auch in Bioläden. Wir bestellen diesen Jackfruchtfleischersatz gern bei Keimling. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Zum Jackfrucht-Wildreis gibt es für Simon ein bisschen Feldsalat, Gurke, Paprika, Tomaten und Mandeln. Für den Jüngsten gibt es eine Portion Wildreis mit ein bisschen Kokosöl und Salz. Das hier ist meine Abendmahlzeit. Die ist komplett regional. Eine große Portion Feldsalat, selbstgezogene Radieschensprossen und das ist gedämpfter Rosenkohl mit einer gedämpften Zwiebel und dazu gibt es gefrorene 6 Kräuter. Die gebe ich dann nach dem Dämpfen über das Gemüse und durch die Hitze tauen diese Kräuter ganz schnell auf. Heute ist der 2.1. Für meine Jungs gibt es als erstes an diesem Tag eine kleine Portion grüner Saftkomplex. Wieder ein bisschen Pulver mit Wasser vermischt. Als nächstes gibt es für meine Jungs frisch gepressten Orangensaft. Als nächstes gibt es für die Jungs Apfelstücke, für den Simon den linken Teller und für den Silas eine kleinere Portion. Meine erste Flüssigkeit heute am Tag ist ein frisch gepresster grüner Saft aus Grünkohl, Spinat, 2 Äpfeln, einer halben Zitrone und einem kleinen Stück Ingwer. Nach den Apfelstücken isst Silas ein paar vegane Dinkelcracker. Simon, mein Ältester, bekommt jetzt eine große Portion Granatapfelkerne. Für mich gibt es jetzt den 2. Saft für heute. Es ist gegen 16.20 Uhr und ich trinke einen frisch gepressten Granatapfelsaft. Für Silas gibt es die nächste Mahlzeit. Er hat sich ein Rührei gewünscht. Das ist ein Rührei aus 3 Eiern und etwas Salz. Für Simon gibt es auch Rührei, allerdings mit Räuchertofu und ein bisschen Salz und dazu ein bisschen Frischkost, Gurke, Paprika und Tomate. Gegen 18.30 Uhr beginne ich meine feste Mahlzeit für heute. Ich starte wieder mit Äpfeln und Hagebutten. Das ist unsere Abendmahlzeit. Wir essen alle unterschiedlich. Für Silas gibt es eine Kürbis-Kokossuppe mit gerösteten Haferdinkel-Brotwürfeln. Für Simon, den Ältesten, gibt es eine Kartoffel-Gemüsesuppe mit diesen gerösteten Brotwürfeln. Und das hier ist meine Abendmahlzeit. Das sind Gurkenraspeln mit selbstgezogener Kresse und kleingeschnittenen getrockneten Tomatenstücken. Dazu gibt es selbstgemachtes Zwiebelpulver. Es sind auch nochmal geraspelte Gurken, diesmal mit ganz viel Chlorella-Pulver. Hier haben wir ein paar Spirulina-Presslinge. Das sind selbstgemachte Zucchini-Spirulina-Wraps, die werde ich zusammen mit diesem Salat essen. Dann gibt es hier noch ein paar Topinambur-Chips, auch diese sind selbstgemacht. Und eine große Portion Feldsalat und selbstgezogene Radieschensprossen. Nach der Abendmahlzeit esse ich noch eine größere Portion Topinambur-Chips. Für Silas gibt es nach der Abendmahlzeit jetzt auch nochmal Topinambur-Chips. Greif zu. Okay. Für die Jungs gibt es wieder als erstes eine kleine Portion grüner Saftkomplex. Für meinen Ältesten gibt es jetzt Orangen in Form von Orangenscheiben. Für die Jungs gibt es jetzt selbstgemachte Energiebällchen. Ganz links, das sind Energiebällchen mit Kokos. Dann die roten, das sind Erdbeerkokos-Energiebällchen. Dann haben wir hier Bällchen mit Pistazien und Schokozimt-Energiebällchen.
Nach 13 Uhr gibt es für meine Jungs wieder Suppe. Das sind die Reste von gestern. Für den Simon wieder die Kartoffelgemüsesuppe mit geröstetem Haferdinkelbrot. Für den Silas die Kürbissuppe mit dem Brot. Und für Simon gibt es noch ein bisschen frische Portion, ein bisschen Paprika und knackigen Eisbergsalat. Für mich gibt es eine Portion Grassaft. Es ist jetzt gegen 17 Uhr, wir waren gerade mehrere Stunden unterwegs. Unter anderem waren wir auch im Bioladen, da haben die Jungs eine heiße Schokolade mit Hafermilch getrunken. Silas, du hast noch ein 6-Korn-Laugen-Croissant gehabt und der Simon ein veganes Schoko-Franz-Brötchen. Ich hatte keinerlei Kamera dabei, deswegen erzähle ich das jetzt einfach, während eigentlich Silas sein Eis in die Kamera hält. Genau, und jetzt hat Silas noch Appetit auf ein Wassereis. Für mich gibt es jetzt als zweite flüssige Mahlzeit für heute einen frisch gepressten Saft aus violetten Möhren, orangefarbenen Möhren, etwas Ingwer und Orangen. Abendmahlzeit für mich und meine Jungs. Ich beginne meine eine feste Mahlzeit erstmal mit Obst, Äpfel, Birnen und Hagebutten, regionales Obst. Für den Jüngsten gibt es Backkartoffeln mit ein bisschen Rohmilchbutter und Salz. Und für meinen Ältesten gibt es selbstgemachte Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Das ist der zweite Teil meiner Mahlzeit. Hier wieder ein Salat aus Gurkenraspeln, Kresse-Sprossen und getrockneten Tomaten. Diesen Salat esse ich zusammen mit dem Zucchini Spirulina Wrap. Dann haben wir hier ein paar Chlorella-Presslinge. Dann panierte Zwiebelringe, die habe ich gerade frisch aus dem Dörrgerät genommen. Das sind einfach Zwiebelringe und die Panade ist aus Leinsamen, Buchweizensprossen, also getrocknet, und ein bisschen Zwiebel- und Selleriepulver, welches ich auch selbst gemacht habe. Hier noch mehr Frischkost, eine große Portion Feldsalat, selbstgezogene Sprossen, Rettich und Rotkohl, dann Topinambur und Chicorée. Für meinen Jüngsten gibt es noch einen kleinen Abendsnack. Er hat sich Topinambur-Chips gewünscht, selbst gemacht und ohne irgendwelche Zusätze, 100% Topinambur.